Und dazu zugeschaltet ist mir der Oberste AD Roderich Kiesewetter für die CDU, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo Herr Tüxen, grüße Sie. Herr Kiesewetter, die Wehrbeauftragte Eva Högel fordert da unter anderem deutlich mehr Tempo bei den Investitionen in die Bundeswehr. Das war zu erwarten. Sie legt aber doch auch sonst den Finger in so manche Wunde bei der Truppe. Müssen Sie da nicht auch in vielen Punkten zustimmen, auch wenn die Kollegin von der SPD ist? Ja, der Kernpunkt ist ja, dass die Zeitenwende noch nicht in der Truppe angekommen ist. Von den 100 Milliarden sind gerade mal 600 Millionen ausgegeben. Also weniger als 1%. Und was noch dazu kommt, es gab von Juli bis Dezember ein Planungsverbot für die Lieferung der Kampfpanzer aus der deutschen Industrie in die Ukraine. Und dann kam die Entscheidung im Januar, dann musste die Bundeswehr nochmal bluten. Also hier muss wirklich auch ein Mindset-Wechsel kommen, also in der Einstellung ein kultureller Wandel. Ich unterstütze Frau Högel ausdrücklich, die Union unterstützt die wirklich traurigen Feststellungen. Wir wollen ja auch, dass es wieder besser wird. Entscheidend ist aber noch eins. Frau Högel hat klargemacht, es geht um mehr als 100 Milliarden, es geht um etwa 300 Milliarden Bedarf. Und der Verteidigungsminister hat gerade mal 10 Milliarden mehr angewendet. Wir sollen im nächsten Jahr das 2-Prozent-Ziel erreichen. Da sind wir meilenweit von weg. Wir müssen froh sein, wenn wir 1,5% erreichen. Nun ist diese Erklärung der Zeitenwende ja über ein Jahr her. Haben wir ja vor kurzem darüber berichtet. Was dauert denn eigentlich so lange? Wo liegen die Probleme? Ich sag's mal salopp, 100 Milliarden in die Truppe zu investieren, dass nach einem Jahr erst so wenig Geld dort angekommen ist. Also zum einen war die Industrie ja gar nicht drauf eingestellt. Auch in dem sogenannten Rüstungsgipfel wurde nicht forciert sofort auf Planung gesetzt. Wir sind da sehr langsam gewesen. Wir, sage ich bewusst, weil wir als Union mittragen. Wir wollen ja, dass wir eine leistungsfähige Bundeswehr haben. Aber die vorherige Verteidigungsministerin wollte mit der Rüstungsindustrie gar nichts zu tun haben. Sie hat es abgelehnt, mit ihr zu tagen. Und im Kanzleramt gab es zwar zwei Gipfel, aber da ging es eben auch nicht darum, wie rasch man so schnell wie möglich alles umsetzen kann. Wir brauchen ja auch Produktion von Munition. Es sind keine Ersatzteile bestellt worden für die gelieferten Panzerhaubitzen. Es wurden auch keine Haubitzen nachgeliefert für die, die in die Ukraine gingen. Die hätten auch 90 Ersatzrohre gebraucht. Es wurde, glaube ich, 9 oder so bestellt. Also es blieb alles unter den Notwendigkeiten, die die militärischen Fachleute vorgeschlagen haben. Und dann haben wir noch im Bundeswehramt das BAIN-BW, das Bundesamt für Ausrüstung und Infrastruktur und so weiter in den Streitkräften, das mehrere hundert offene Vertragsanwaltsstellen hat. Also hier muss neu gedacht werden, wir müssen neu vergeben, wir müssen national vergeben, bevor wir europäisch ausschreiben und vor allen Dingen vielleicht etwas pragmatischer das Vergaberecht mit renommierten Kanzleien durchführen als mit dem schwerfälligen BAIN-BW. Das Vergaberecht wirklich seit Jahren, Jahrzehnten eine Riesenbaustelle bei der Bundeswehr. Aber ein ganz anderes Problem, hängt auch gar nicht unbedingt nur mit Geld zusammen, ist die Rekrutierung. Doch wir haben zu wenig Soldaten, gerade wenn wir jetzt noch wehrfähiger werden sollen. Wie und vor allem auch wie schnell kann die Truppe denn personell gestärkt werden? Also wir brauchen gute Leute. Das ist bei den Offizieren und Unteroffizieren in der Bewerberlage der Fall. Aber leider nicht bei den Mannschaften. Das hat man viel zu lange vernachlässigt. Was aber auch dazu kommt, die Bundeswehr ist ja auch nicht sonderlich attraktiv, wenn nicht ausreichend geübt werden kann, wenn eine Arbeitszeitregelung, ich sag mal, längere Übungen geradezu verhindert. Und die Soldaten wollen ja nicht, Flachbildschirme angucken, sondern sie wollen mit ihren Ausrüstungen, mit ihrer Bewaffnung marschieren, sie wollen schießen lernen, sie wollen ins Gelände, sie wollen Übungen machen. Und dazu kommt, dass die Bundeswehr viel zu wenig Truppe und viel zu viel Hauptquartiere und Kommandos hat. Wir haben mehr Ämter und Kommandobehörden als Divisionen und Brigaden. Das ist furchtbar, das muss geändert werden. Und hier muss der neue Generalinspekteur, Herr Breuer, rangehen. Ich glaube auch, das können wir ihm zutrauen. Hier ist viel zu lange, zu viel Zeit verschwendet worden und nicht geführt worden. Am Ende geht es ja derzeit momentan vor allen Dingen um Großgerät, um Munition. Aber müsste man nicht manchmal auch einfach an die Soldatinnen und Soldaten ganz persönlich denken? Zum Beispiel an die Situation in den Kasernen, an das unmoderne Leben dort, um das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten einfach mal praktisch vor Ort besser zu gestalten? Also ich habe mir unlängst Kasernen angeschaut, im Süddeutschen, im Pfullendorf, topmodern, aber auch an der Artillerieschule, wo viele Ukrainer ausgebildet werden, furchtbar, Rieseninvestitionsstau, Millionen von Euro. Und so wie in Idar-Oberstein an der Artillerieschule sieht es in den meisten deutschen Kasernen aus. Aber wir wollen halt nicht in Beton investieren, sondern in Köpfe und in gute Ausbildung. Und dann muss natürlich auch das Leben in den Kasernen attraktiver werden, aber man muss auch über die Arbeitszeit nachdenken, dass es ein Lebensarbeitszeitkonto gibt zum Beispiel, dass man dann, wenn man gut gearbeitet hat, früher in den Ruhestand kann. Das ist ja sowieso ausgeweitet worden für viele auf weit über 60.
Aber die Soldaten haben Auslandseinsätze, sie haben erhebliche Zusatzverpflichtungen und auch nicht immer ein angenehmes Leben in festen vier Wänden, sondern sie sind im Gelände, in Zelten und vieles andere mehr. Und das muss irgendwo auch honoriert werden. Und auch die Gesellschaft sollte mehr würdiger, mehr anerkennender mit dem soldatischen Dienst umgehen. Ein erster Schritt ist ja die Sichtbarkeit der Soldatinnen und Soldaten auf Bahnhöfen an Wochenenden. Aber es würde ja auch schon helfen, wenn man mehr Wertschätzung in den Kommunen ihnen entgegenbringen würde, mit vergünstigten Karten, besseren Kino- und Freizeitangeboten. Auch das würde schon helfen. Mehr Wertschätzung und vielleicht auch in dem einen oder anderen Bereich mehr Unterstützung und vielleicht auch Bevorzugung. Wäre zumindest auch ein kleiner Schritt dort in die richtige Richtung. Oberst AD Roderich Kiesewetter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Antworten. Danke, Herr Tüxen. Alles Gute.